بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, am 7.9.2013 ist wieder der radikal-islamistische Friedenskongress, ich meine der islamische Friedenskongress in Frankfurt. Wir wollen euch alle einladen, dahin zu kommen. Es wird um das Thema gehen, wie man Weltfrieden erreicht. Gleichzeitig wollen wir dort auch, inshallah, über die Situation in Ägypten reden und natürlich auch über die Situation in Syrien. Ja, und wir wollen dort auch Spenden veranstalten. Das heißt, wer spenden will, soll da alles mitbringen, was er kann. Weil für uns ist ganz wichtig, die Geschwister in Syrien zu unterstützen, dass sie durchhalten können mit medizinischer Versorgung etc. Das heißt, humanitäre Hilfe. Das heißt, wer spenden will, hat an diesem Tag die Möglichkeit, Geld mitzubringen. Und unser Ziel ist es, 100.000 Euro zusammenzubekommen. Wer weiß, was passiert? Vielleicht durch diese 100.000 Euro schafft man es vielleicht, dass endlich dieses Unrechtsregime zusammenbricht und die Muslime standhalten. Deswegen haben wir auch an diesem Tag den Bruder Abdurrahman dabei, inshallah. Der ist von der Organisation IHED. Die machen schon seit Jahren Projekte in Somalia, Brunnenprojekte, Schulspeisung. Und auch in Syrien waren sie schon gewesen. Bevor ich zu dem Bruder komme, dass der auch erklärt, was sie mit den Spendengeldern machen, wollte ich euch kurz einige Anweisungen geben für den 7.6. Ihr müsst wissen, die Kuffar haben festgestellt, dass diese Kundgebungen sehr effektiv sind. Das heißt, sehr viele Muslime die Botschaften kriegen und der Scheitan will das nicht. Deswegen fangen sie immer vorher an, erstens die Moscheen zu beeinflussen. Das heißt, sie gehen zu den Moscheen und sagen zu den Moscheen, dass sie ihren Anhängern sagen sollen, sie sollen nicht zu der Kundgebung gehen und ihren Eltern verbieten, dorthin zu gehen. Angeblich, weil die Kundgebungen dem Islam schaden würden. Der Einzige, der dem Islam schadet, das sind diese Leute, die seit Jahren den Islam durch den Dreck ziehen. Aber bei einer Kundgebung reden wir darüber, was den Islam ausmacht. Und man kann den Islam nur richtig darstellen, wenn man authentische Informationen liefert. Das Beste, um das Bild des Islam zu verbessern, ist es, öffentlich an viele Menschen authentische Informationen zu übermitteln. Und das kann man auf keine Art und Weise besser als mit einer Kundgebung mitten in der Innenstadt, wodurch wir inshallah wieder neue Leute davon überzeugen, dass der Islam die Wahrheit ist. Deswegen, wer an diesem Tag Islam annehmen will, oder wenn ihr Freunde habt, die sich für den Islam interessieren, bringt sie alle mit. Verkündet das heute schon über Facebook, über Twitter, über diese ganzen sozialen Netzwerke, ja, und versucht eure Kollegen, Arbeitskollegen, Schulkameraden mitzubringen. Wir haben es schon so oft erlebt, es wurde vorher groß rumgehetzt, dann sind Leute gekommen, haben zugehört, haben ihre Meinung geändert. Der Sheikh Dr. Mohammed Salah, der hat mir erzählt, eine deutsche Frau, die war damals bei dem Friedenskongress, wo 17 Leute auf der Bühne den Islam angenommen haben, zwei nochmal im Publikum. Sie war damals in einem Café und hat gehört, wie die Leute Allahu Akbar geschrien haben, dann ist sie rausgekommen, hat geguckt, ist dann neugierig geworden und das war der erste Schritt für sie, den Islam im Nachhinein abzunehmen. Deswegen, den Islam kann man nicht verkünden, indem man sich versteckt. Ja, zumindest nicht effektiv öffentlich verkünden. Deswegen, dies ist ein Mittel und derjenige, der erzählt, das hat Schaden gebracht, der soll uns Zahlen und Beweise bringen und nicht irgendeinen Schrott labern. Und am jüngsten Tag werde ich ihm nicht verzeihen, weil er versucht, die Dauer kaputt zu machen. Ganz einfach. Wir waren in so vielen Städten gewesen. Wir waren in Winterberg gewesen. Oder wie hieß die Stadt? Winterlingen. Winterlingen gewesen. Er soll uns sagen, welchen Schaden die Muslime gehabt haben. Wir waren danach in Berlin gewesen. Welchen Schaden? Es soll uns ein Muslim soll uns sagen, wir haben denen den Schaden durch euch dort bekommen. Wir waren danach in Mönchengladbach gewesen. Er soll uns seiner zeigen, welchen Schaden er dadurch bekommen hat in Mönchengladbach. Wir waren danach in Heidelberg gewesen, wir waren in München gewesen, wir waren in Hamburg gewesen, wir waren in Wiesbaden gewesen, wir waren in Offenbach gewesen, in Frankfurt mehrmals gewesen, Dietzenbach gewesen, in Koblenz gewesen, ja, in Köln gewesen. Ja. Letztes Jahr waren wir in Köln und sollen als ein Muslim sagen, was für einen Schaden er dadurch bekommen hat. Nicht irgendwelche Einbildungen, nicht irgendwie, ja, der Islam wurde durch die Medien schlecht gestellt, der Islam wird sowieso nonstop durch die Medien schlecht dargestellt. Das einzige Gegengift, was wir geben können, ist, indem wir mit den Menschen über den Islam reden. Ja, ganz einfach. So. An diesem Tag, wie gesagt, wird es Vorträge geben zu diesen Themen, unter anderem auch
was, wie oder welche Alternative bietet der Islam? Was sind die Mittel des Islams, um den Weltfrieden, den wir gerne hätten, zu erreichen? Ein ganz wichtiges Thema, insbesondere in der heutigen Zeit, wo überall versucht wird, den Islam als terroristische Religion darzustellen, wo es nur darum geht, irgendwelche Leute abzuschlachten. Ja, das ist ganz, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es wird in den Moscheen verbreitet werden, weil diese Leute den Islam bekämpfen wollen. Ja, sie werden zu den Moscheen gehen und die dort überzeugen von ihrem Unsinn, den einen oder anderen vielleicht. Dann wird man das vielleicht versuchen. Man wird SMS und E-Mails rumschicken und wird sagen, verteilt die Nachricht weiter, dass der Vortrag ausfällt. Das geht immer von bestimmten Institutionen aus. Hört nicht darauf. Vergewissert euch, bevor ihr diese Botschaften weitergebt, bevor ihr diese Botschaften weiterleitet, erstmal im Internet, bei uns auf unserer Seite piavogel.de oder bei der offiziellen Facebook-Seite. Ja, die offizielle Facebook-Seite, wo wir einen Admin haben, der diese ganze Sache leitet, oder die offizielle Twitter-Seite oder der offizielle YouTube-Channel. Vergewissert euch dort. Lasst euch also keinen vom Pferd erzählen. Ab heute fangt an, Werbung zu machen. Das heißt, überall in den sozialen Netzwerken verbreitet die Nachricht. Wie bitte? Dann, wenn es Provokateure kommen. Ich bin an dem Tag der Emir. Okay? Einverstanden? So. Das heißt, ihr müsst auf mich hören. Wenn jemand kommt mit Karikaturen, er wird nicht beachtet. Es wird manche Brüder denken, man wäre dazu verpflichtet, ihm eine reinzuhauen. Das denken manche Brüder. Das ist nicht der Fall. Und ich gebe euch den Beweis dafür. Der Prophet alaihi salatu wassalam, ja, er wurde oft beschimpft, oft beleidigt. Und es ist richtig, er hat nicht immer nur gelächelt, so wie einige behaupten, aber er hat das manchmal getan. Nicht unbedingt gelächelt. Aber ich sage euch, was er in einer Situation gemacht hat. Da haben sie ihm Innereien auf seinen Rücken draufgeschmissen. Und daraufhin sind die Sahaba nicht hingegangen, haben Steine geschmissen, sondern der Prophet hat danach Dua gegen sie gemacht. Er hat gesagt, Allahumma alayka bi Quraysh. O Allah, bestrafe Quraysh sinngemäß. Allahumma alayka bi Abi Jahl. Wa Umayya ibn Khalaf. Wa Utba ibn Rabia. Wa Shayb ibn Rabia. Wa Walid ibn Utba. Uqba ibn Abi Muayyad, er nennt die ganzen Namen. Alle diese Leute sind bei der Schlacht von Badr gestorben. Das heißt, wenn einer kommen sollte mit einer Karikatur, hebt die Hände und macht Dua. Und den Rest überlasst mir. Denn das ist das, was sie wollen. Wie gesagt, ich bin an diesem Tag inshallah der Amir, wenn ihr es zulasst. Und das ist unsere Methode, damit umzugehen. Weil sie hätten gerne, dass wir an diesem Tag ausflippen, ne? Aber wir werden das inshallah nicht zulassen und bisher ist es immer gut gelaufen. Für uns ist es wichtiger, dass wir diese Vorträge weitermachen können, damit viele Menschen die Schönheit des Islams kennenlernen und damit sie keinen Grund bekommen, uns da irgendwas zu verbieten. Lasst euch nicht provozieren, macht Dua gegen die Leute, so wie der Prophet Dua gemacht hat. Und ich sage nochmal, es ist richtig, der Prophet alaihi salatu wasalam hat nicht, wie einige Leute fälschlicherweise behaupten, immer nur gelächelt. Sondern er hat Dua gemacht, zum Beispiel diese Situation. In einer anderen Situation ging es richtig rund. Oder in anderen Situationen. Hier an diesem Tag nehmen wir inshallah diese Methode des Propheten in Anspruch und beachten diese Leute nicht, machen Dua gegen sie. Inshallah. Das ist meine Worte dazu. Dann, liebe Geschwister, wollen wir an diesem Tag dem syrischen Volk gegen ihren Tyrannen helfen, indem wir für humanitäre Hilfe Geld sammeln. Und der Bruder Abdurrahman, der kann das kurz mal vorstellen. Ja, der Bruder, alhamdulillah, seine Frau, die ist mal am Telefon bei mir, muss zum Islam kommentieren, alhamdulillah. Ja, das ist auch immer eine große Freude für mich. Und der war selber früher im Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, also in Kenia. Und deswegen, der weiß, wie das ist. Und deswegen hat er sich auch nachher dafür entschieden, in diesem Bereich zu arbeiten. Das heißt, Flüchtlingen zu helfen und so weiter. Und vielleicht kannst du den Brüdern mal erklären, jetzt mit eurer Organisation IHED, wie ihr das genau vorhabt, dort zu machen. Und ihr wart ja auch schon des Öfteren in Syrien gewesen, soweit ich weiß. Ja? Ja. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Wie gesagt, mein Name ist Abdurrahman Abdifarah, ich stamme aus Somalia. Wie der Bruder schon gesagt hat, ich habe selber 8 Jahre im Flüchtlingslager gelebt. Und ich weiß, wie es ist, also im Flüchtlingslager zu leben und keine Perspektive in seinem Leben zu haben.
Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wir sind wie ein Körper und wenn ein Teil von uns leidet, müssen wir alle leiden. Und deshalb haben wir uns entschlossen, schon seit 2010 unsere Geschwister in islamischen Ländern zu helfen. Und wir haben schon in Pakistan damals bei der Flutkatastrophe geholfen. Und wir haben in Somalia bei der Dürre geholfen. Wir haben im Niger, das sind auch einer der ärmsten Länder der Welt. Und viele Muslime kennen das nicht eigentlich, aber über 90% sind Muslime. Und die haben da wirklich nichts zu essen. Und wir haben dort Alhamdulillah auch durch eure Unterstützung auch 3 Schulen dort gebaut. Und indem wir auch Kinder die Möglichkeit geben, weil Essen ist wichtig, aber auch die Bildung, dass sie sich später sich helfen können, ist auch sehr wichtig. Dadurch haben wir diese Schulen ins Leben gerufen. Und wir haben Alhamdulillah auch letztes Jahr durch die Hilfe von euch auch ein Schulspeisungsprogramm für diese Kinder, dass sie auch die Schule was zu essen haben, weil diese normale Kinder ziehen mit den Kindern immer von Ort zu Ort. Damit sie in einem Ort bleiben, haben wir den Kindern eine Kantine geboten, dass sie dort Schule lernen und Essen bekommen. Und Alhamdulillah, durch eure Unterstützung läuft es auch bis jetzt. Wir haben bis jetzt über 100 Kinder, die in diese 3 Schulen verteilt sind und auch dort jeden Tag ein Essen bekommen. Ja. Und aktuell natürlich, unsere Geschwister in Syrien haben wir auch viele Programme gehabt. Wir haben Medizin dort geliefert, wir haben Krankenwagen und auch einige Brüder, die mit uns zusammenarbeiten und unsere Kontaktmänner dort sind, haben auch dadurch gelitten und einige haben auch, wie ich vorhin erzählt habe, auch Probleme gehabt, sind auch einige sind ums Leben gekommen durch die Kontakte von uns. Und wie ihr seht, wie schwer es ist, dort wirklich Hilfe zu bringen, aber wir werden nicht aufgeben, wir werden weiterhelfen und unsere Geschwister brauchen uns und Allah wird uns fragen, am Yawm al-Qiyamah, als eure Geschwister gelitten haben, was habt ihr gemacht? Und wenn wir nicht anders helfen können, müssen wir wenigstens auch in der Lage sein, mit unserem Geld, was wir haben, zu spenden und diese Geschwister zu helfen, damit du Yawm al-Qiyamah vor Allah eine Ausrede hast und sagen kannst, ich habe wenigstens geholfen Allah. Und das ist sehr, 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 wirklich sehr, sehr wichtig. Und das liegt mir auch im Herzen, weil, wie gesagt, ich war wirklich in dieser Lage gewesen. Und ich hätte mir auch damals gewünscht, dass Brüder mir helfen. Und deswegen ist sehr wichtig, dass jeder, uns geht es hier gut, wir haben zu essen, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und die Geschwister und die Kinder dort, so vor allem die Kinder leiden darunter. Und jeden Tag sehen die es im Blut. Und da kann es wirklich als Muslim auch nicht jeden Tag in dein Bett. Und du weißt, deine muslimischen Geschwister leiden in Syrien und in anderen Ländern. Vor allem mit in Syrien. Deswegen sind wir auch dankbar, dass der Bruder die Möglichkeit gibt, bitte kommt zahlreich in die Kundgebung und bitte auch unterstützt IHED. Und ihr könnt auch, wenn ihr Informationen braucht, über Facebook, über IHED.de euch informieren und uns gerne auch anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Und deswegen bitte euch wirklich auch die Kundgebung und der Bruder möge Allah ihn segnen durch ihn. Alhamdulillah haben viele den Islam gefunden und alleine durch deine Spende werden vielleicht viele Geschwister gerettet und deswegen bitte kommt zahlreich, erscheint zahlreich und spendet, was ihr könnt und unterstützt uns in dieser Hinsicht, weil wir brauchen die Unterstützung, beziehungsweise eure Geschwister in Syrien brauchen die Unterstützung. Barakallahu fikum. Ja, und ich wollte auch noch was dazu sagen, liebe Geschwister. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben uns eben darüber Gedanken gemacht mit dem Bruder. Wir haben eigentlich angefangen, wir haben gesagt, wir wollen doch keine Spenden an dem Tag sammeln. Ich sag's ganz ehrlich. Warum habe ich gesagt, Bruder, sag, warum ich gesagt habe, dass wir keine Spenden sammeln wollen? Vielleicht hast du das mitbekommen, das Gespräch eigentlich? Ja, ein wenig, damit keine nicht angefangen wird, dass der eine redet und der andere redet und gesagt wird. Ja. Damit keiner die Möglichkeit. Weil sonst nachher wieder dummes Zeug gelabert wird die ganze Zeit, ja. Aber wir haben dann sind wir zum Entschluss gekommen, da haben wir gesagt, hör mal, wir müssen helfen. Egal, was die Leute labern, ja? Weil dann erzählt nachher wieder irgendjemand, ja, der Pierre Vogel, der hat einen dicken BMW zu Hause stehen, ich habe überhaupt gar kein Auto. Ja? Ich glaube mir, einige Leute, die den Mund groß aufreißen, wenn die wüssten, wie meine finanzielle Lage ist, ich glaube, die würden heulen. Aber vielleicht werden sie am jüngsten Tag heulen für den großen Mund, den sie mir aufgerissen haben. Ja, wenn ich Hartz IV bekommen würde, da ging es mir finanziell blendend, im Gegensatz zu meiner Situation jetzt. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Aber Fakt ist, wir werden an dem Tag Spenden sammeln, inshallah. Und vielleicht ist dieser Euro, den du gibst, der Grund dafür, dass das syrische Volk durchhält, einen längeren Atem hat und Bashar al-Assad kippt und am Ende Isa ibn Maryam im Osten von Syrien herabkommt und
der Sieg für die Muslime kommt. Dein Euro vielleicht. Deswegen unterschätze nichts. Bringe alle Brüder und Schwestern mit. Das wird inshallah, soll das die größte Spendenaktion für Syrien weltweit werden. Inshallah. Es wird natürlich nicht einfach, weil natürlich in den Golfstaaten, da gibt es dann Leute, die geben richtig viel aus. Aber wir haben hohe Ziele. Wenn wir dann weniger erreichen, wir stecken die Ziele immer hoch, wenn es weniger wird, dann ist es auch gut. Wir waren damals in Köln, letztes Jahr, ja, wo wir den Friedenskongress gemacht haben, den ersten, da wurden 11.000 Euro immerhin gesammelt. Und damals war das noch nicht so populär gewesen, diese ganze Sache. 11.000 Euro, obwohl laut Polizeiangaben 300 bis 500 Leute dort waren. Ne? Und das war natürlich klar, an dem Tag hat die Fußball-EM angefangen, Deutschland gegen Portugal. An diesem Tag, die Leute hatten alle Angst, weil davor den Monat es zu der großen Schlägerei gekommen ist. Ja? Dann haben wir extra halt ziemlich außerhalb etwas genommen, damit es auch nicht zu Schlägereien kommt. Dann haben sie in der Zeitung geschrieben, der Vortrag wäre vor dem Dom. Ja, dann der Bruder, dem wir die Flyer gegeben haben, der hat keine Flyer verteilt. Also es kamen einige Punkte zusammen und trotz alledem, alhamdulillah, war so viel Baraka drin, dass man 11.000 Euro zusammenbekommen hat. Und überlegen, was man von 11.000 Euro alles machen kann, wie viele Kinder vielleicht dadurch was zu essen hatten, wie viele Leute vielleicht dadurch durchgehalten haben und vielleicht sind sogar die 11.000 Euro mit ein Grund, dass die Leute heute noch da sind. Überleg mal, wie wichtig das ist. Deswegen haben wir uns entschieden, diese Spenden, weil wir hatten eben wirklich gesagt, ich habe eben zum Bruder gesagt, Bruder, guck mal, wir wollen doch keinen Spendenaufruf machen an dem Tag. Hatten wir schon, aber dann haben wir uns mit ihm unterhalten und dann kam mir auf einmal der Sinn, ey, Achi, was wollen wir? Ich wollte gerade sagen, weißt du was, wir machen nur Werbung für alle Hilfsorganisationen. Wir sagen, wer spenden will, kann irgendwo spenden. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn man vor Ort ist oder wenn man sagt, ja guck mal, geh selber zur Bank und spende. Das heißt, es kommt auf jeden Euro an. Ja? Wer spenden will zu einer anderen Organisation, kein Problem. Ach, wir haben keine Konkurrenz. Von diesem Trip muss man mal runterkommen. Ja, ja, ich habe jetzt gehört, jetzt gibt es die einen, die sagen, nee, die sind gut, die anderen sagen, nee, die sind gut. Ich sage ganz klar, ja? Wir kennen Leute von Ansar Düsseldorf, wir sagen, das sind gute Leute. Wir kennen Leute von ihr, der sowieso mit dem sitzen wir gerade hier, wir sagen, das sind gute Leute. Wir kennen Leute von Muslim helfen, sagen, wir sind super Leute. Ich habe von, wie heißt die eine Gruppe, Al-Rahma? Ar-Rahma, ja. Ar-Rahma, habe ich gehört, ich weiß ganz genau, ja, dass da richtig intensiv Geld an die richtigen Stellen nach Syrien gekommen ist. Das weiß ich. Das kann ich noch was dazu sagen? Aus Syrien weiß ich das. Kann ich was dazu sagen? Ja, bitte. Also wir arbeiten auch eng zusammen, also der Bruder, der Ar-Rahma macht und ich, also wir machen das gemeinsam eigentlich, ja. Und wir arbeiten sehr gut zusammen und das sind auch vertrauenswürdige Brüder. Also ja. Ich habe von Leuten aus Syrien gehört, dass von Ar-Rahma das Geld dort rüber super angekommen ist, von Leuten, die in Syrien gewesen sind. Ja. Deswegen, und da gibt es bestimmt andere Organisationen. Bruder, wir haben keine Konkurrenz. Es gibt nicht, hier spielt nicht Bayern München gegen Borussia Dortmund. Hier geht es darum, Islam zu helfen. An diesem Tag, wir haben diese Organisation eingeladen. Wer einer anderen Organisation spenden will, wunderbar, mach das mit der Organisation, wo du am meisten Vertrauen hast. Wir vertrauen diesen Organisationen allen, aber wie gesagt, wir haben uns für die Brüder von Ihed entschieden, weil wir die auch schon länger kennen und wie gesagt, seine Frau auch bei mir den Islam angenommen hat und so weiter. Da hat man eine ganz andere Beziehung auch. Aber wie gesagt, wir lieben die Brüder alle für Allah subhanahu wa ta'ala und möge Allah die alle belohnen. Amen. Und wir müssen verstehen, wir sind ein Fußballteam. Im Fußballteam brauchst du den Torwart, den Abwehrspieler, den Mittelfeldspieler, den Stürmer. Vielleicht macht Muslime helfen etwas, was ihr nicht macht. Vielleicht macht Ar-Rahma etwas, was die nicht machen. Im Endeffekt brauchen wir alle. Wir müssen froh sein, dass Allah sagt, wa'tasimu bihablillah jamia. Haltet gemeinsam am Seil Allahs fest. Deswegen sagt allen Brüdern Bescheid, kommt zusammen, nehmt euer Geld zusammen und inshallah werden wir dem syrischen Volk an diesem Tag zum Sieg verhelfen, inshallah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.